Ja, die Schraube, die habe ich hier schon vorgelöst vorhin mit mit einem starren Schlüssel, als das Rad noch drauf war. Aber so, die Schraube muss trotzdem jetzt hier noch raus. Und um die Gelenkwelle hier rauszubekommen, muss normalerweise laut Herstellerangabe hier oben die Klemmschraube raus. Das muss aber gar nicht. Es reicht, wenn wir hier den einen Führungslenker, den hinteren, losmachen. Ja, rausschlagen und dann kriegen wir das weit genug nach außen, dass die Gelenkwelle rausguckt. So, das ist der Führungslenker und hier muss diese Mutter ab. Jetzt müssen wir den hier rausbekommen. Ich versuche das erstmal mit ein paar Hammerschlägen hier drauf, um den Lenker rauszukriegen. Ja, groß ist anders, aber ich habe nichts anderes. So Leute, ich habe hier noch ein bisschen gehämmert und der Lenker ist raus. Allerdings, schaut euch das hier mal an, seht ihr das? Das ist eine Eisenhülse, die ist aus dem Radlagergehäuse mit rausgekommen. Das ist problematisch, darf eigentlich nicht passieren. Ja, passiert aber, wenn man halt mit einem Hammer hier drauf hämmert. Ja, wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Querlenker macht, dass dieser hier abgezogen wird und hier reingetan wird. Von VW, Audi, Seat und Skoda Seite her gesehen, ist das Radlagergehäuse eigentlich schon kaputt. Oh, und wir können jetzt eigentlich die Gelenkwelle hier seitlich rausholen. Hier das Gelenk und hier die aufgerissene Stelle. So sieht es aus, so sollte es nicht aussehen. Und ja, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das Gelenk hier abbekommen. Ja, als erstes müssen wir hier einmal die Manschette bzw. die Schelle lösen oder aufbrechen. So, hier haben wir die große Schelle, die ist ab. Dann haben wir hier die kleine Schelle. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Gelenk hier abkriegen. Und dafür habe ich mir ein Werkzeug besorgt. So, das ist hier so ein Gelenkwellenabzieher. Den mache ich hier drauf. Viele von euch sollten den schon kennen. Ich benutze den hier zum ersten Mal. Habe es so noch nie probiert. Bin gespannt, ob der was kann. Und da kommt das Gelenk schon raus. Boah, ist ja super, das funktioniert richtig gut. Ja, so, das Gelenk ist ab. Zack. Jetzt muss ich das Gelenk hier mal runterdrehen noch. So, Gelenk ist ab. Dann kommt hier die zwei Scheiben. Achtung, da sind zwei Scheiben, schaut mal. Die müssen hier ab. Dann kommt die Manschette und Manschette ab. Die ist auch komplett kaputt drin. Hier ist auch schon Rost drin. Es kann gut sein, dass das Gelenk schon bald vielleicht den Geist aufgibt. Ja, und jetzt das Werkzeug. Das machen wir hier lose. Und da haben wir es. Ein bisschen reinigen und eine neue Manschette drauf. Was haben wir hier drin? Das ist ja einmal die Achsmanschette, eine Tube Fett, große Schelle, kleine Schelle. Die Schelle, die kommt hier sofort als erstes drauf, die kleine. So. Dann haben wir eine neue Schraube. Und eigentlich ist hier noch
Ja, neuer Ring und ein neuer Splint oder Sprengring oder was. Den ersetze ich aber nie. Der sitzt hier vorne drauf. Den kann man neu machen, beziehungsweise sollte man neu machen. Ich mache den nie neu. Ich lasse den immer liegen. So, jetzt wo die Schelle drauf ist, machen wir erstmal die Manschette drüber. So, hier ist es jetzt ein Problem, hier drüber zu kommen, weil hier eine Kante ist. Und da helfe ich mit einem Schraubendreher nach. So, da gehe ich hier in die Manschette rein, bis ich hier rauskomme. Ja, dann drehe ich das ein bisschen. Zack. Und die Manschette ist drüber. Können wir nach hinten ziehen, hier die Schelle schon mal in die Position bringen. Und als nächstes, ganz wichtig, der Ring, das ist der alte Ring, hier ist der neue Ring. Ne? Komm, machen wir den neuen da drauf. Dann haben wir hier diesen Kunststoffring. Den mache ich erstmal sauber, bevor ich den überhaupt rein tue. So, dann kommt er hier rein. So. Als nächstes kommt das Fett. So, und ein bisschen was in die Manschette rein. So, ich mache nicht alles in die Manschette rein. Ich mache nämlich noch ein Teil hier rein, in diese Öffnung. So. Dann mache ich die alte Schraube, schraube ich hier rein, damit das Fett da gleich nicht rauskommt. Und wenn jetzt hier die Gelenkwelle angesetzt wird, dann wird das Fett durch die Kugeln nach außen durchgedrückt in die Manschette rein und die Kugeln, die spülen sich so ein bisschen mit dem frischen Fett. Ja, und das machen wir jetzt mal so ansetzen. Mit Hammer. So, drauf. Und die Manschette ist drauf. So, jetzt kann die Schraube raus. Jetzt kommt die große Schelle. Können wir schon direkt zumachen hier. So, und jetzt kommt die kleine Schelle dran. Die kann man auch hier so ein bisschen quetschen. Ich klopfe das ein bisschen klein hier, damit bei Kurvenfahrt die Manschette da nicht die Kante berührt. Seht ihr das? So. Und es sieht einfach super aus. Ja, und die Gelenkwelle kann wieder rein. Die Gelenkwelle ist drin. Der Lenker kann rein. Gut. So. Und die Mutter kann wieder drauf.